Moin moin, und da sind wir wieder zurück. So, jetzt geht's weiter Richtung... Ja, ach, Ulle fliegt vor. Der weiß irgendwie immer, wo es lang geht. Fremdenführer hier. Die anderen beiden glaube ich auch, ne? Also, sind auch nicht das erste Mal hier auf der Map. Und wenn wir uns beeilen, kriegen wir sogar noch den Wurm. Ist der gerade da? Jetzt kommt das Vor-Event da mit dem... Das backt manchmal, ne? Ja, genau. Das zählt auch schon zum Herz, das Vor-Event. Okay, hier war eine Sehenswürdigkeit. Hier ist sogar ein Aussichtspunkt, aber... Der ist bei der... ...auf ein Event zu rennen. Zeit, echten Schaden anzurichten. So. Ah, da drüben sind eine ganze Menge. Hier ist ordentlich was zu killen. Ah, okay, wir müssen die seltener killen. Okay. Das ist ein Free for All. Oder besser gesagt Team Deathmatch. Hoffentlich kriegen wir die seltene Moral runter. Erfrischend. Tödliche Kombination, die gefällt mir. Hier kriegt man auch Point of View. Ja. Ja. Söldnerlager. Deren Netzschüsse sind nervig. Ja. Aber wenn ihr runterfeuern könnt, heißt das, ich kann auch hochfeuern. So, Spinner. Wo seid ihr denn jetzt? Jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Kannst du das Tor kaputt machen? Ja. Nö. Ich nicht. Nee? Achso, okay. Nicht angreifbar. Das ist Frechheit, dann das andere. Wirklich. Ui, Sammler für Magie. Meins, alles meins. Noch eine Sehenswürdigkeit. Meine Güte. Ich glaube, so weit ist gar nicht mehr ja, das die nächste geht. Wegmarke entfernt. Ja, ja. Das ist auch eigentlich die entscheidende Wegmarke, weil die ist, das ist die höchste und runterfliegen ist immer einfacher. Ja. Haben wir schon häufig genug ausprobiert. Willentlich oder nicht. Die Stärke des Rudels. So weit weg. Na, jetzt hinrennen lohnt sich wahrscheinlich nicht. Haben wir da gerade einen Übergang gezaubert? Wie bitte? Na, der Türmchen, was hier kaputt gegangen ist. Habe ich gerade kaputt gemacht. Ist ein Erfolg. Habe ich aber schon. Du mit musst deinen bloßen Händen. Hey, haben wir letztes Mal gemacht, oder nicht, mit dem Feuer? Ja, genau. Haben wir doch alle gemacht, oder nicht? Nee. Olli noch nicht. Für das, was sie uns angetan haben. Achso. Können wir denen irgendwie mal helfen? Wem kann man helfen? Den Leuten. Den Gefangenen hier. Ja, ja, klar. Unsere also. Bloße Anwesenheit hilft denen schon. Ja, ach so, der Karma. Natürlich. So, wird das wieder Tür. So. Den werden wir es zeigen. Geht aber schnell wieder zu. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Moral geht nicht so wirklich runter. Ey. Ja, mein Herz wird nicht voll, das wird mich viel mehr nervt hier. Wir sind ja auch nicht mehr im Eventkreis. Ja. Dann geht die Moral auch nicht runter. Sollte man vielleicht nochmal wieder hin? Ja. Boah, das jetzt dauert aber lange, ey. Ja, ja, das ist ein Kackherz. Ah,
Aber hier, ich finde, die dauern alle relativ lange. Also das bei den Pilzen geht noch, aber der Rest dauert relativ lange. Und das Erste, wo du die aus den Racken befreien kannst. Das kann sich auch echt ziehen, wenn da nicht mit ein paar Leuten bist, die das parallel machen. Weil die Racken sind hier überall versteckt. Ja. Wenn nicht nur die drei, die man sieht da. Das ist auch so ein Spacken, das ist auch so falsch. Wir schießen hier auf einen Söldner Scharfschützen und der ist ein Scharfschütze und kommt runter, um mit uns in den Infight zu gehen. Was ist denn für ein Spinner, ehrlich? Ist halt ein Scharf. Natürlich. Ja. Die Kater sind da ein bisschen seltsam drauf. Irgendwie ist der Kreis hier sehr klein für die Moral. Ja, geht trotzdem auch nicht weiter runter, irgendwie. Zumindest ist das Herz jetzt mal voll. Scheint buggy zu sein, irgendwie. Wollte gerade sagen, sonst kommen doch auch immer die Echse. Richtig. Dass da immer irgendwelche Typen spawnen, die. Ja, nee, wenn die, dann waren die schon. Okay. Wir hören irgendwann mal auf zu spawnen wieder. Unten. Also hier geht auf jeden Fall nichts. Irgendwie. Nee. Aber jetzt hat mein Herz gerade mal einen Sprung gemacht. Keine Ahnung, was ich gerade gekillt habe. Machen wir noch das Herz voll und gehen dann. Herz abgeben erstmal. Ja. Wegmarke holen. Genau, Wegmarke. Sascha, ich bin da glaube ich auch zum ersten Mal gerade drin. Okay. Aber ich komme durchs Tor, ja. Die Sehenswürdigkeit scheint weiter oben zu sein. Ja, da kommen wir mit der Story hin. Ach du Scheiße, was tut denn hier alles? Boah, ich finde, dass dieser Bereich für das Herz relativ groß ist, kann das sein? Ja. Das stimmt. Jetzt kommen die Echse. Andere Seite. Jetzt sind hier ganz viele Echse. Okay, ich komme mal zurück. Da, hier, oder? Bei den Golems da. Meinst du die? Sascha eigentlich. Ja, die sind bei mir gestartet eben gerade. Die Spinner. Wo seid ihr? Seid ihr beim Golem? Ja. Nee, oben. Also hier. Ich kann dir das nicht genauer beschreiben als hier oben. Aber komischerweise scheint das immer noch zu dem Herz zu zählen. Ich meine, jetzt ist es zum Glück voll jetzt. Meins müsste eigentlich. Warum laufen wir denn da rum? Da kommen wir doch eh mit der Story noch hin. Ja, da war gerade ein Event. Ah, okay. So, Herz ist voll. 2 von 3, ein Golem wird noch fehlen. Und damit auch ein weiteres Daily, ne? Für die Karte. 2 Herzen war, glaube ich, heute ein. Ja, ist immer, glaube ich. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zu der Wegmarke da. Na, zum ist Herzen fritzen erst, ne? Ja, ist er da. Nebenan ist die Wegmarke. Achso. Ja. Herzfritze. Wegmarke. Ihr Herzilein oder wie der heißt. Ja, auf jeden Fall für die Moral. Okay, alles klar. Ja, im Chat schreibt schon gerade einer, die Moral geht runter, wenn die Echse da sind. Was Ole die ganze Zeit gesagt hat. Lucky. Lucky? Ja. Lucky, Ole, Lucky, Lucky. Ja. So, hauen wir hier nochmal ein bisschen. Ja, aber die Echse sind ja nicht da. Okay. Nimmst du. Nimmst du dir mal hier das Ölfass? Das hier, was gerade aufgeploppt ist. Ja. Dann fängst du hier an. Und auskippen. Okay. Mit 1. Mit 1. Ja. Dann immer rückwärts laufen. Okay. Hierhin. So, dass du eine zusammenhängende Pfütze hast, ne? Genau, eine Spur hast. Zu Feuer.
Ich hoffe, ich habe genügend Ladungen. Ja, ja. Auch wenn der Turm nicht steht, solltest du den Erfolg bekommen. Wenn er vorne in den Kanonenkugeln angefangen hat. Ja, hat er. Ja. Und Erfolg gekriegt? Nee. Nee, sah auch nicht so aus, als wenn die Kanonenkugeln hochgegangen wären. Na, ich hatte hier die Kanonenkugeln. Dann musst du richtig mittendrin sein, aber jetzt ist eh kein Fass da. Doch, hat er noch in der Hand. Ah ja, dann hab's nochmal versucht. Wenn das unendlich viel Öl drin hat, klappt das. Endlos. Das Öl heißt Texas. Das Spiel ist Sponsor bei Texaco. Ja. So, jetzt habe ich direkt da drauf. Und Erfolg gekriegt? Dann hast du den schon. Dann hast du den schon. Ich glaube, du hast den letztes Mal gemacht. Wie hieß denn der? Ich habe nicht. Also, ich war ja gar nicht. Wir waren letztes Mal gar nicht hier. Ach so, okay. Aber die hat es ja auch zweimal oder dreimal. Dauert, bis du den hast. Ja. So, jetzt erstmal die Wegmarke. Und wo ist der Herzchen da? Und Mini habe ich schon, ja. Ja, habe ich schon. Wie geht's? Minis habe ich alle fertig hier. So, das war dieses Bündel, ne? Ja, Feuer-Orchideen-Bündel. Nicht das Orchideen-Bündel. Oh, guck mal, Turm steht jetzt. Das, wie heißt das hier? Die Runensteinfragment. Aber das macht nur dann Sinn, wenn du diese Map noch 112 Mal läufst. Also zumindest die vier Herzen jedes Mal machst. Dann warte ich. Also die Story tatsächlich, also diesen Erfolg tatsächlich abschließt, sonst brauchst du dir den ganzen Kram gar nicht holen. Jetzt kannst du mal probieren mit dem Ölfass, weil der Turm da ist. Ja, ja. Aber das Ölfass habe ich jetzt nicht mehr. Da ist es aber. Ne, da liegt es. So, dann. Richtig schön hier unten dran. Ja, ja. So, schön oben drauf sogar. Zeit, echten Schaden anzurichten. So. Hoffen wir mal, dass keiner den Turm einfach kaputt haut. Meinst du, das geht? Ja. Du kannst den einfach rangehen und weghauen. Jetzt habe ich einen Erfolg. Okay. Sehr schön. Gut. Und wie hieß der? Alles abgefackelt und Beherrschung, bla. 2 hatte ich damit bekommen. Jo. So. Hoch zum Vulkan, würde ich sagen, wa? Dann mal los. Ups. Okay, ich ja hier schon rein. Weil ich den Typ schon angeschnackt habe. Letzten Folge. Oder vorletzten Folge. Tor des Feuers. Das göttliche Wesen in den Brunnen gelassen. Jetzt könnt ihr mit eurem schmelzenden Fleisch ihm nicht folgen. Es muss doch einen Weg geben. Ich bin zwar nicht göttlich, aber ich habe Listen. Bei mir keiner mehr zu sehen. Ich kann Hilfe rufen. Nein, ihr bringt niemanden mehr in den Garten. Wir können euch helfen, aber ihr werdet es schwierig. Ich sehe auch gehen. Schmerzhaft vielleicht. Nein, aber der sabbelt doch mit dir, oder nicht? Ja, der redet mit einem. Ihr müsst die Alten erreichen. 4 verlorene Geister. Sie können von einer Täuschung gefangen in den unnatürlichen Kammern des Wesens zählen. Wer denn da? Ich bin ein bisschen müde. Auf einem Friedhof. Findet ihn. Er weiß, wo die Kammern sind und wie man hineinkommt. Und ihr müsst doch noch mal was essen, irgendwie. Wenn ihr alle keine Ahnung, bereit, egal. Werden sie euch beschützen. Ich kann so bis Frühstück warten. Ihr genießt ihren Schutz bis eure Quest. Frühstück gibt's ab 0 Uhr, ne? Dann müsst ihr hier fort. Ich will den Wind schicken, der ihnen sagt, wie sie kommt. Wenn ihr es schafft, werden sie wissen, dass sie euch ihren Segen geben können. Er wird den Wind schicken. Das einmal entfahren lassen.
und dann wissen die anderen Leute Bescheid, dass wir kommen. Sehr schön, sehr schön. So, um durch die Lava des Vulkans zu kommen, muss ich den Segen von 4 gefangenen Druiden-Ältesten verdienen. Finde den Wächter-Golem auf dem Golem-Friedhof. Kurz mal auf der Karte schauen, wo das ausgezeichnet ist. Ah ja. Da waren wir eben gerade. Ja. So, aber ich glaube, die Zeit sagt, wir 15 machen einen Minuten, Cut. Also 5 Minuten. Achso, dann machen wir uns auch. Da können wir noch die Wegmarke hier holen. Ja, die müsste auf unsere Höhe sein. Da bei dem Wegmarke, ja. Da kommen wir eh vorbei. Achso, aussieht's. Okay. Da können wir oben. Ja, können wir machen. Oder runtergleiten nachher. Da kann man eigentlich oben von der Kammer rübergleiten, wenn wir bei dem einen Golem sind. Achso, okay. Macht eigentlich mehr Sinn. Alles klar. Dann gehen wir zu. Man kann jetzt einfach der Story folgen, damit schaltet man das meiste eigentlich frei. Was macht ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin denen gefolgt. Einfach zur Wegmarke, wo ich stehe. Du hast vollkommen recht. Ich sollte Sascha niemals folgen. Landet man immer irgendwo. Wobei, es sieht fast darauf aus, als kann ich da jetzt hinfliegen. Ja klar, von oben kannst du überall hinfliegen. Das ist ja weiter unten, wenn ich das richtig sehe. Hey, ein Event ist gescheitert. Okay, ich glaube jetzt nicht mehr, dass ich da hin. Wobei. Nimm einfach die Wegmarke, uralte Senke und fertig. Ja, ich muss aus dem Kopf. Kampf. Ja, ich auch. Ah, Pilze. Das spürt ihr noch. Sterbt doch einfach. Dann könnt ihr aufpoppen. Nö. Ja, aber dann ist doch die Rüstung kaputt. Ja. Genau. So, uralte Senke. Ich kann im Fight. Ach, gar nicht im Fight. Warst du jetzt gerade für mich Meat Shield? Gilt für die ganze Gruppe vielleicht. Könnte sein. Ich muss mal wieder ein wiederverwertendes Kit basteln. Jetzt. Immer noch im Fight. Mir dauert das noch ein bisschen, meiner macht noch eine Kaffeepause. Ja, geh halt ein bisschen weiter. Ich bin schon ziemlich weit weg. Da ist überhaupt keiner mehr. Ja, irgendwer hat dich halt noch im Target. Ja. Vielleicht machen wir hier dann gerade einen Cut und sehen uns dann an dieser Stelle hier gemeinsam wieder. Okay. Liebe Leute, bis gleich. Jo. Tschüss.